Mahlzeit und willkommen bei Hugos Hobbys. Heute habe ich ein kleines Unboxing für euch. Und zwar das Graufreud Starter Set vom Song of Ice and Fire Miniaturenspiel. Erst ganz kurz für die Leute, die da vielleicht noch überhaupt gar keine Ahnung von haben. Ja, also wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, handelt es sich hier um ein Tabletop Miniaturenspiel zu Song of Ice and Fire. Wem das jetzt immer noch nichts sagt, der sollte sich mal die Serie Game of Thrones angucken, denn das ist die Verfilmung der Bücher A Song of Ice and Fire. Und wem das immer noch nicht sagt, der sollte jetzt das Video ausmachen, in die Ecke gehen und sich schämen. Denn A Song of Ice and Fire, das Lied von Eis und Feuer, ist die beste Geschichte, die jemals irgendjemand geschrieben hat, meiner Meinung nach. Die Serie ist auch sehr geil, aber nicht ganz so gut geworden. Umso mehr freut es mich, dass dieses Spiel hier sich an den Büchern orientiert. Ganz, ganz wichtig, vor allem eben bei den Greyjoys, bei den Graufreuds. Dazu kommen wir gleich, wenn wir ins Innere dieser Schachtel gucken. Dazu sollte ich vorab vielleicht noch erwähnen, ich habe das schon ausgepackt. Das heißt, es befindet sich nicht mehr im Ursprungszustand. Da sind einige Pappmarker drin und Würfel und so weiter. Die habe ich woanders hin ausgelagert. Dazu kommen wir aber gleich. Ich zeige euch trotzdem, was so im Allgemeinen da drin ist. Ja, und vorher vielleicht auch noch mal kurz zu den Kosten. Diese Starter-Sets für dieses Miniaturenspiel, die enthalten immer 4 Einheiten, also 4 einzelne Sets quasi von Soldaten, Kavallerie, Kriegsmaschinen, was auch immer, je nach Armee, und bieten damit einen sehr großen Preis-Leistungs-Vorteil gegenüber dem Einzelkauf dieser Sets. Denn so eine Grundbox kostet so, je nachdem, so 80 bis 90 Euro, vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Und der Normalpreis für so ein Einzelset ist 30 Euro. Das heißt, das wären schon mal 120 Euro gegenüber dieser Grundbox, die man bezahlen müsste, nur für die Figuren quasi, die da drin sind. Plus, hier sind nochmal einige Helden drin, die es dann meistens auch nur in den Grundboxen gibt. Und natürlich das Grundregelwerk, zusammen mit Markern, Würfeln und so weiter. So, aber das war jetzt genug des Intros. Wir wollen mal reingucken. Wir haben hier einmal ein Entfernungsmesser. Kurz- und lange Reichweite. Und das müssten Zoll sein. Ja. 12 Zoll lang ist das Ding insgesamt. Dieses Tableau, das man für die Regeln braucht. Einmal das Regelwerk, hier in der Version 2021. Hier der Spielinhalt, also diese ganzen Marker und so weiter, die habe ich schon woanders hingepackt, die Würfel und diese Pappgeländestücke, wenn man sie so nennen möchte. Bin kein Freund davon. Und hier ist die Übersicht über die Figuren, die drin sind. Das ist auch das Spannendste daran, das sehen wir uns natürlich nachher nochmal im Detail an. Also hier drin sind die Figuren nochmal verpackt. Ich finde, das macht die Firma immer sehr, sehr gut. Hier diese Pappgeländestücke, Wehrholzbaum und Leichenhaufen, Sümpfe, Wälder, Mauern für irgendwelche Szenarien, nochmal so Palisaden, Ruinenmauern, Hecken, spanische Reiter und so Gedönse. Hier in so einem übersichtlichen Sortierkasten habe ich die restlichen Marker. Das sind jetzt mehr, als in dieser Graufreud-Grundbox drin sind. Denn bevor es die einzelnen Armee-Grundboxen gab, gab es im Grunde nur eine Grundbox. Und das waren die Stark- und Lannister-Grundbox, wo halt Stark- und Lannister-Grundarmeen gemeinsam drin waren. Da war natürlich auch nochmal alles wirklich an Markern drin. Ein paar gibt es nur bei den Greyjoys. Ich glaube, das sind diese hier, diese Plündermarker, heißen die, glaube ich, auf Deutsch. Jo, jede Menge Würfel, diese coolen grünen Würfel mit dem Haussymbol auch.
Solche Würfel sind jetzt auch in jeder Grundbox enthalten, zu jeder Armee, in der Farbe des jeweiligen Hauses und so weiter. Hier sind noch so Kärtchen mit Missionszielen und so was. Also wie gesagt, ein paar dieser Marker, habt ihr vorhin in der Anleitung gesehen, wie viele davon da drin sind, sind in dieser Grundbox auch enthalten. Und hier ist halt noch zusätzlich aus der Stark vs. Lannister Grundbox alles drin. Ja, dazu gibt es hier die Karten zu den Charakteren, die drin sind. Den hier zum Beispiel, den gibt es in Game of Thrones gar nicht. Den gibt es nur in den Büchern und es ist einer meiner Lieblingscharaktere aus den Büchern. Ein richtig mieser Bastard. Euron ist dagegen keine Ahnung was. Auch den gab es glaube ich nicht, den Roderick Harlow, den Leser. Ja, Taktikkarten und sowas. Oder sind das die Taktikkarten? Ich weiß gerade gar nicht. Ja. Also jede Menge Kartenmaterial. Hier nochmal zu den Einheiten, die enthalten sind. Da steht auch immer nochmal so ein bisschen Infotext dazu. Auch das finde ich, haben die ziemlich cool gemacht. Das Spielmaterial ist durchaus ziemlich schick. Hier ist nochmal ein bisschen Kurzregeln. Und was haben wir hier? Aufträge. Und nochmal ein paar Ziele. Also auch das für Szenarien und sowas. Seht es mir übrigens nach, wenn ich hier einige Sachen nicht so im Detail und vielleicht auch nicht ganz so exakt wiedergebe. Denn ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, dieses Spiel zu spielen. Ich habe noch keine Armee fertig bemalt. Meine Lannister sind fast fertig, meine Grundarmee. Und ich habe mir zwar das Regelwerk durchgelesen, aber das ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre oder so her. Gut, ihr seid alle wegen der Figuren hier. Kümmern wir uns um die Figuren. Wie gesagt, die sind hier drin verpackt. Und ich finde, das macht diese Firma immer ziemlich gut. Wir haben jetzt zwar jede Menge Plastik, aber diese Blister sind immer so geformt. Das sind die Bases, da kommen die Trupps dann drauf. Wie gesagt, 4 Trupps sind enthalten. Plus einige Charaktermodelle und sowas. Ja, diese Blister sind immer so geformt, dass diese Figuren hier gut Halt drin haben, gut stabilisiert sind und ja, nicht aneinander reiben, nicht durcheinander fliegen können, transportgesichert sind. Also man braucht, wenn man ja, diese Boxen kauft, nicht nochmal speziell irgendwelche Transportboxen oder sowas, um seine Armeen von A nach B zu kriegen heile. Das kann man alles wieder zurück in die Packung packen, aus der es kommt. Und dann ist da alles sicher und da kann nichts passieren. Das finde ich eine sehr gute Lösung und insofern, ja, wie gesagt, es ist zwar jede Menge Plastik, aber es ist ja jetzt kein Plastik, das man wegschmeißt, sondern, ja, das dient dem Transport der Figuren. Die Figuren schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Es sind insgesamt 55 Stück, aber man sieht hier schon, das hier sind die 2 Trupps Plünderer, zusätzlich zu den Banner, also dazu gehören auch diese beiden Bannerträger hier. Also es gibt verschiedenste Posen. Aber die Posen wiederholen sich natürlich auch. Ne? Also diese hier haben wir 6 Mal, also 3 Mal pro Trupp. Genauso wie diese hier oder diese hier. Aber trotzdem, wenn man die so ein bisschen durchmischt und nicht gerade eine Pose, die gleich ist, direkt neben die nächste stellt, dann fällt das hinterher nicht mehr so sehr auf und die Trupps sehen ansprechend gut durchmischt aus. Das sind dann alle 55 Figuren zusammen. Und wie man vorhin schon gesehen hat, auf ein so ein Base passen 12 Figuren. Bei Kavallerie sind das dann 4 Figuren und dann gibt es auch noch so Monster und andere Sachen, die dann jeweils eine Einzelbase für sich haben. Und auch manche Charaktermodelle können einzeln über das Schlachtfeld bewegt werden, wenn ich mich richtig erinnere. Bei den meisten Grundsets hat man 3 verschiedene Einheiten. Eine so eine richtige Kerneinheit, so eine Standardeinheit, die man dann halt doppelt hat. Das sind hier die Plünderer. Und dann haben wir jetzt hier bei den Greyjoys noch der Bogenschützen der Eisenmänner. Und die sogenannten Schnitter von Haus Harlow. Ich bin kein Freund von der deutschen Übersetzung. Das sind die Reaper von Haus Harlow. Ja, Reaper, Schnitter, quasi Sensenmänner. Das heißt, die hätten
die normale Sense, die man so vom Feld her kennt, ein bisschen umgewandelt in eine Waffe. Das, ja, haben sie hier einigermaßen interpretiert, ist okay so. Aber vor allem mit diesen Umhängen und so weiter, die sehen schon cool aus, sehen fies aus, die Jungs. Die Eisenmänner, die Greyjoys, sind so die Armee, die ich immer schon haben wollte. Noch bevor es das Spiel gab, dachte ich, ich hätte Bock auf ein Song of Ice and Fire Tabletop und ich würde gerne die Greyjoys spielen. Ja, und jetzt geht das endlich. Ich bin sehr froh darüber. Ja, was hier jetzt noch einzeln davor steht, das sind einmal hier die vier Charaktermodelle, die schauen wir uns gleich noch im Detail an. Und dann sind manche Standard-Trupps nochmal mit so einer Elite-Einheit ausgestattet, mit so einem Anführer quasi, so einem Truppanführer, den man nehmen kann oder auch nicht. Quasi so ein Veteran. Den gibt es halt hier bei den Plünderern und auch bei den Schnittern. Oder man nimmt halt die normale Figur stattdessen. Aber der Veteran, quasi der erfahrenere Soldat, der bringt natürlich auch nochmal ein bisschen Bonuspunkte mit, wenn man den in diese Einheit eingliedert. Also dementsprechend gibt es dann hier jeweils eine Figur zusätzlich, weil es halt eben diesen optionalen Anführer für den jeweiligen Trupp gibt. Bei den Bogenschützen gibt es das nicht, aber auch hier könnte man dann zum Beispiel irgendeine Kampfeinheit wahrscheinlich mit eingliedern in die Truppe. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, je nach Truppe, je nach Armee ist das so ein bisschen unterschiedlich. Hier haben wir eins der beiden Plünderer-Sets. Ich habe hier, also genau so kommen die Figuren übrigens, ne? Also ich habe hier nichts entgratet oder sonst irgendwas. Und natürlich sehen sie bemalt erheblich besser aus. Man muss die Figuren aber nicht bemalen für das Spiel, denn jede spielbare Partei kommt mit ihrer eigenen Farbe daher. Das heißt, man kann auch auf dem Schlachtfeld die unbemalten Miniaturen gut auseinanderhalten. Aber ganz im Ernst, das macht auch so viel Spaß, die zu bemalen. Die sind so schön detailliert. Also ich freue mich schon tierisch auf die Jungs. Hier sind dann die Bogenschützen der Eisenmänner. Auch die kommen mit mittleren Rüstungen daher und haben nochmal eine Nahkampfwaffe vorne vor den Bauch geschnallt. Gerade wenn man die Serie gesehen hat, weiß man auch, dass Theon Graufreud ja auch ganz gerne mit Pfeil und Bogen geschossen hat. Und das ist auf den Eiseninseln auch relativ verbreitet. Neben der allgegenwärtigen Axt natürlich. Hier die fantastischen Schnitter aus Haus Harlau. Hier sieht man auch das Banner des Hauses. Auch da gibt es ja natürlich aus den Büchern jede Menge Grundlagen quasi, wie die jeweiligen Banner aussehen, wie die Farbkombinationen der Häuser sind und sowas. Das ist eine Sache, die mir bei diesem Spiel tierisch Spaß macht, weil wie gesagt, ich finde, das ist die beste Story, die jemals irgendjemand geschrieben hat. Ja, man beachtet hier diese coolen Faltenwürfe bei den Umhängen von diesen Figuren. Schuppenpanzer und so, jede Menge feine kleine Details, die es sich wirklich lohnt zu bemalen. Und entsprechend hervorzuheben. Es kommt halt so unbemalt überhaupt gar nicht rüber, wie geil diese Figuren eigentlich sind. Und hier dann die Helden, die Charaktermodelle. Aeron Feuchthaar. Der Priester des ertrunkenen Gottes. Asha Greyjoy, warum auch immer die jetzt gerade unscharf ist. Und natürlich Victarion Greyjoy. Mann, hab ich mich geärgert, dass sie diesen Charakter bei Game of Thrones weggelassen haben. Fantastischer Typ, ehrlich. Wie gesagt, ein richtig mieser Mistkerl. Ach, hier noch Roderick Harlow, der Leser. Der Büchernerd der Eiseninseln sozusagen. Aber guter Freund von Asha Greyjoy. Auch der kam, wie gesagt, glaube ich, nicht vor in der Serie. Was wollte ich zu Victarion sagen? Ja, ich meine, man sieht schon an seiner gewaltigen, zweischneidigen Kriegsaxt und seinem Tintenfischhelm. Mit dem Typen ist nicht zu spaßen. Der springt auch in voller Rüstung mal eben von einem Schiff aufs andere, um dort wild um sich zu wüten. Und auch, wenn man jetzt an Game of Thrones denkt, der Charakter, wie hieß er noch gleich? Euron Graufreud. Auch der kommt in den Büchern ganz anders rüber. Viel finsterer, düsterer. Das ist meines Erachtens nach die größte Fehlbesetzung in der Fernsehserie Game of Thrones. Der kam irgendwie rüber wie so ein Kneipensäufer, den sie wahrscheinlich auch irgendwo in irgendeiner Kneipe rekrutiert haben für die Rolle. Ich weiß es nicht.
wie gesagt, mal beachte bei diesen Figuren, diese ganzen winzig feinen Details. Da kann man sich eine ganze Langeweile dran aufhalten zum Bemalen. Aber umso geiler werden dann auch die Ergebnisse. Die bemalten Lannisters, die ich schon habe, die kann man ja bei mir in den Jahresrückblicken sehen. Da könnt ihr nochmal gucken, packe ich euch vielleicht auch in die Videobeschreibung. Ansonsten findet man natürlich auch online, wenn man danach sucht, jede Menge Bilder von bemalten Miniaturen, um dann einen besseren Eindruck dafür zu bekommen, was man aus diesen Figuren alles rausholen kann, wenn man ein geübter Miniaturenbemaler ist, was ich nicht so bin. Aber ich lerne es. Hier zum Abschluss und zum Fazit nochmal alles, was in der Box war, in der Gesamtübersicht sozusagen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Alle Marker, alles Spielmaterial. Macht schon was her. Ist nicht ganz billig, aber das ist ja leider relativ normal bei Tabletops. Und ja, mir geht es dabei ganz einfach auch darum, ein Stückchen aus diesen Geschichten quasi in die Wirklichkeit zu holen. Aus den geschriebenen Worten in den Büchern Miniaturen in meiner Sammlung zu machen. Auch wenn ich bisher das Spiel noch nicht gespielt habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, es macht Bock. Ich habe davon schon einige Spielberichte gesehen und sobald ich meine ersten Armeen spielbereit habe, wirklich fertig bemalt und so weiter, geht es dann auch mal ans Zocken. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Es gibt übrigens auch eine App dazu, wo man sich angucken kann, welche Figurensets es quasi gibt für alle Parteien, wo das Regelwerk nochmal komplett enthalten ist und so weiter und so weiter. Die App nennt sich War Council, müsste man aber auch finden, wenn man Song of Ice and Fire, Tabletop, Miniaturenspiel, wie auch immer, im Google Play Store oder sonst wo eingibt. Da kann man sich auch nochmal angucken, was es alles gibt, welche spielbaren Parteien es bis jetzt gibt. Und teilweise natürlich auch schon Miniaturen, die zwar schon angekündigt sind, für die schon die Regeln da sind und so ein bisschen Designs und so, aber die man noch nicht bekommen kann. Die App ist völlig kostenlos, das heißt, jeder, der Interesse an dem Spiel hat und erstmal gucken möchte, was gibt's da überhaupt so und wie sehen die Regeln aus, der kann sich das über diese App halt alles kostenlos angucken und sich erstmal schlau machen, ob das wirklich was für ihn ist oder nicht. Ich für meinen Teil bin, wie gesagt, sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt endlich die Greyjoys spielen kann. Aber wüsste jetzt aus dem Stegreif auch nicht zu sagen, welche Armee ich eigentlich nicht haben wollen würde. Also ich habe zum Beispiel auch die ersten Targaryen-Truppen, ein paar unbefleckte Speerträger und die Mutter der Drachen. Also Daenerys mit ihren drei Jungdrachen gibt es auch als Figuren und die sehen absolut fantastisch aus. Aber die werde ich mich wahrscheinlich erst in ein paar Jahren herantrauen, denn ich könnte es mir echt nicht verzeihen, wenn die Drachen kacke angemalt sind. Die müssen einfach gut aussehen, wirklich, wirklich gut, sodass ich sie voller Stolz präsentieren kann. Und bis das soweit ist, muss ich noch viel, viel üben. Ich hoffe, das Unboxing ist für euch nicht zu lang geworden. Ich neige ja doch dazu, ein bisschen zu viel zu labern und vom Thema abzuschweifen. Vielen Dank an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Passt auf euch auf, Leute, und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.